Und willkommen bei mir zu Hause. Ich zeige euch heute, wie ihr eine Boxy Lunchbag nähen könnt mit Innenfutter, mit ordentlichen Nähten, ohne Schrägband auf der Innenseite. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst auch nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn es hier auf dem Kanal ein neues Video gibt. Und das passiert ein paar Mal in der Woche. Ich habe die Boxy Lunchbag schon vor einiger Zeit genäht, allerdings ohne Innenfutter. Da habe ich nämlich diesen Foam-Stoff genommen, also diesen dickeren Schaumstoff und auf der Innenseite alles offen gelassen. Und da haben mich ein paar von euch gefragt, die auch so einen inneren Monk haben wie ich, ob es das Ganze nicht auch noch gibt mit Innenfutter, weil es halt einfach schöner aussieht. Nun ja, hier ist nun die Version mit Innenfutter. Die ist genauso einfach zu nähen. Man muss halt nur etwas mehr nähen. Und natürlich müsst ihr sie nicht unbedingt als Lunchbag nehmen. Ihr könnt sie auch als Kosmetiktasche oder Projekttasche oder nehmen. Und dann könnt ihr sie ganz praktisch oben am Henkel aufhängen. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ihr benötigt jeweils jeden Stoff einmal als Außenstoff und Innenstoff. Dann für vorne oben 28 cm breit und 10 cm hoch. Für vorne unten 28 cm breit und 25 cm hoch. Und für hinten 28 cm breit und 35 cm hoch. Zusätzlich noch einen Reißverschluss, egal ob nun endlos Reißverschluss oder nicht teilbarer Reißverschluss, mindestens aber 28 cm lang. Und noch ein Stück Gurtband. Auf den Außenstoff habe ich mir komplett Flieseline H630 gebügelt. Ich nähe heute mit einem Canvas. Also mein Außenstoff ist Canvas und mein Innenstoff ist eine einfache Popeline. Und da die Boxy Lunchbag etwas mehr Stand haben soll, habe ich halt hier eine H630 genommen. Ihr könnt auch eine H640 nehmen. Wenn euer Außenstoff Jeansstoff ist, werdet ihr wahrscheinlich gar keine Fließeinlage benötigen. Wenn ihr die Boxy Lunchbag gerne in einer anderen Größe nähen möchtet, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, wie man die Größe von einer Boxy Bag berechnet. Das verlinke ich euch mal hier oben bei dem i. Und wie ihr seht, ist mein Vorderstoff und Rückstoff tatsächlich ein und dieselbe Größe, nur habe ich hier halt für meinen Reißverschluss die Öffnung gelassen. Bei der anderen Boxy Bag wird ja hier oben der Reißverschluss eingenäht. Also da ist keine Hexenwerk steckt dahinter, sondern ihr könnt wirklich die Berechnung nehmen. Die Ecken schneide ich erst später raus, wenn ich schon ein Teil zusammengenäht habe. Also der Zuschnitt hier für die Boxy Lunchbag ist wirklich easy peasy. Als erstes nehme ich mir den Außen- und Innenstoff Stoffteil A. Den Außenstoff lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Wenn euer Stoff eine Musterrichtung hat, dann ist das hier dann oben von der Boxy Bag. Dann nehme ich mir meinen Reißverschluss und den lege ich mit den Zähnchen nach unten hier an die untere Kante bündig an. Nehme mir dann den Innenstoff und den lege ich mit der rechten Seite nach unten, ebenfalls hier an die Kante und auch links und rechts bündig an und nähe dann mit einem Reißverschlussfüßchen die Stoffe und den Reißverschluss hier zusammen. Die Stoffe von den Reißverschlusszähnchen wegziehen, wenn ihr wollt, nochmal drüber bügeln oder mit so einem Roller hier einfach drüber gehen, dann ist das auch schön eben. Und dann nochmal knappkantig über die Stoffe drüber nähen und somit die Stoffe von den Reißverschlusszähnchen wegfixieren. Nun nehme ich mir die beiden Stoffteile B. Den Außenstoff lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir mein gerade genähtes Oberteil, das lege ich mit der rechten Seite nach unten und zwar mit der offenen Reißverschlusskante hier an die obere Kante bündig an und natürlich auch links und rechts.
Dann nehme ich mir den Innenstoff und den lege ich mit der rechten Seite nach unten, ebenfalls hier oben an die Kante bündig an und auch links und rechts. Und auch hier nähe ich wieder mit einem Reißverschlussfüßchen die Stoffe und den Reißverschluss zusammen. Und auch hier auf der Seite die Stoffe von den Reißverschlusszähnchen wegziehen, drüber bügeln oder drüber rollen. Und auch knappkantig hier entlang nähen. Nun habe ich mir aus allen Stoffen, also aus dem schon zusammengenähten Vorderteil und bei den beiden Stoffteilen C, das Rückteil, an jeweils allen vier Ecken ein 4x4 cm großes Quadrat ausgeschnitten. Meinen vorderen Stoff lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Nun ist ganz wichtig, den Zipper einmal in die Mitte von der Tasche zu legen. Dann nehme ich mir ein Stoffteil C, und zwar den Außenstoff. Und den lege ich mit der rechten Seite nach unten, überall bündig an. Dann ist nun ganz wichtig, dass ich den Innenstoff weglege. Und nun nähe ich von dem Reißverschluss ab, einmal hier die gerade Seite zusammennähen, auch hier vom Reißverschluss, hier das zusammennähen und den Boden zusammennähen. Die Nahtzugabe habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten, müsst ihr aber nicht machen. Nun lege ich den Innenstoff hier von der Oberseite weg, dass ich nur den Außenstoff hier oben liegen habe und nähe nun auch wieder von dem Reißverschluss aus dieses kleine Stückchen hier an der einen Seite zusammen und auch hier an der anderen Seite und die Oberkante. Mein gerade genähtes Teil lege ich mit der Innenseite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir das andere Stoffteil C, also den Innenstoff Rückseite. Und den lege ich mit der rechten Seite nach unten, bündig auf mein schon genähtes Teil drauf, und zwar auf die Innenseite. Und dann drehe ich das Ganze mal rum. Jetzt muss ich nämlich den Außenstoff wegziehen und nun nähe ich nur den Innenstoff zusammen. Auch wieder hier vom Reißverschluss ab. Also einmal die eine Seite zusammennähen, dann die untere Seite zusammennähen und hier auf der rechten Seite, dann lasst ihr euch so eine 10 cm große Wendeöffnung. Je nachdem, wie groß ihr eure Boxi-Lunchback näht, könnt ihr euch natürlich die Wendeöffnung auch hier an der Unterseite lassen. Wichtig ist nur, nun an irgendeiner der drei Seiten die Wendeöffnung lassen und auch nur wieder hier vom Reißverschluss ab nur den Innenstoff zusammennähen. Und auch beim Innenstoff müssen wir nun die Oberseite zusammennähen, dafür den Außenstoff und auch den unteren Innenstoff weglegen und auch hier wieder vom Reißverschluss aus die beiden Seiten zusammennähen und die komplette Oberkante zusammennähen. Auch beim Innenstoff habe ich mir die Nahtzugabe mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Nur hier unten bei der Wendeöffnung den Stoff habe ich stehen lassen. Dann Außenstoff und Innenstoff schön gerade aufeinander legen und dann hier über den Reißverschluss nochmal komplett Außenstoff, Reißverschluss und Innenstoff zusammennähen, also nur hier über dieses kleine Stück, dass das Loch geschlossen ist. Nun nähe ich als erstes die ganzen offenen Ecken vom Innenstoff zusammen. Dafür greife ich einmal hier in die Öffnung rein, ziehe den Stoff auseinander, lege dann die beiden Nähte direkt aufeinander und kann dann schauen, je nachdem, wie dick halt mein Stoff ist, dann lege ich die eine Nahtzugabe in die eine Richtung, die andere Nahtzugabe in die andere Richtung und nähe dann mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter hier drüber. Und das mache ich nun erstmal bei den vier Öffnungen vom Innenstoff.
Meine Nahtzugabe habe ich mir an allen vier Ecken mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Den Boden von der Außenseite kann ich auf genau die gleiche Art und Weise zusammennähen wie den Innenstoff, also auseinanderziehen und auch hier drüber nähen. Und natürlich kam auch hier wieder meine Zickzackschere zum Einsatz. Nun nehme ich mir mein Gurtband. Mein Gurtband ist aus Baumwolle, deswegen habe ich mir beide offenen Schnittkanten mit einem Zickzackstich versäubert. Dann gehe ich hier in die eine Öffnung rein vom Deckel und ziehe dann den Henkel einmal bis auf die andere Seite durch. Das Gurtband ist ja nun etwas länger, das muss ja so sein, damit man dann quasi so einen Henkel hat. Und das lege ich so rein. Achtet aber halt darauf, dass ihr nun keinen Verdreher im Gurtband drin habt. Und dann lege ich die eine Seite hier mittig an und ich stecke mir das Ganze mal fest. Und auch hier auf der anderen Seite lege ich mir das mittig an. Und dann kann ich die beiden Öffnungen genau wie die anderen zusammennähen. Also auseinanderziehen, die beiden Nähte direkt aufeinander legen und auch hier mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter drüber nähen. Hier oben schneide ich die Nahtzugabe nun nicht zurück, da ich ja sonst meine versäuberte Schnittkante hier vom Gurtband mit abschneiden würde. Deswegen lasse ich das hier dran. Und nun einmal vorsichtig durch die Wendeöffnung wenden. Deswegen ist es halt auch ganz wichtig, am Anfang darauf zu achten, dass der Reißverschluss auch wirklich auf ist, weil wir ja hier dann durchwenden. Zum Schließen der Wendeöffnung. Na, könnt ihr es alle schon auswendig? Die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen umklappen, feststecken und dann entweder mit der Hand, was haben wir gelacht, mit einem Matratzenstich schließen oder aber knappkantig, weil es schneller geht, mit der Maschine hier drüber nähen. So, nun hoffe ich, dass ich noch ein paar anderen Monster draußen weiterhelfen konnte und ihr jetzt auch eine einfache, praktische Boxy Lunchbag nähen könnt. Wenn ihr noch eine andere Nähinspiration möchtet, könnt ihr natürlich auch gerne noch mal hier in das Video reinschauen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal.